ich habe einen Plan noch. Liegt das bloß an der Bohrung? Ja. Bei mir die zwei Scheiben haben wir ja eingerichtet mit dem Winkel. Sicherlich nicht. Bei mir haben kontrolliert und ihr habt es dann auch nochmal kontrolliert. Ist das der Arbeitsplan? Ja. Arbeitsplan, das seht ihr ja da. Ihr habt da Kontrolle. Ja. Das stimmt, ich bin da auch schon. Ich bin jetzt mal fest haben nochmal. Ja, dann kannst du eigentlich bloß noch eine Zeichnung geben, oder? Schau mal in der Zeichnung nach. Da liegt der Platz. Schein. Schein liegt da. Soll ich sagen, was da der Fehler dran ist? Das sehe ich von da schon. Ja. Schau mal her. Du machst das gescheit. Ja. Habt ihr schon ausgerechnet, ob das stimmt? Ja, da fehlt es um 4 mm. 4 mm, gell? Ja. Ich wollte zuerst Chemielaborantin werden, in ganz Bayern keine Bewerbung kriegt, keine Arbeitsstelle kriegt, dann wollte ich Kfz-Mechanikerin werden. In meinem Wohnort keine Chance gehabt, nehmen jetzt keine Mädels. Da hat mein Bruder ein bisschen Druck gemacht und hat gemeint, ja, bewirb dich halt mal in der Audi. Ich habe mich in der Audi beworben, habe einen Einstellungstest gemacht, dann ist die Zusage gekommen als Zerspannungsmechanikerin Fachrichtung Frästechnik. Was ist das? Dann habe ich in dem Buch nachgelesen, was das ist, Beruf aktuell. Dann hat es mir mein Bruder auch noch ein bisschen erklärt. Und ja, mir hat das eigentlich schon interessiert, so computergesteuert und so. Ja, also Mathematik, technisch Zeichnen, Physik und Chemie mag ich total gern. Und irgendwie so Bürodame, total schnieke angezogen, immer top gestylt und nah. Also das enge Umgehen mit Männern hat dich auch nicht abgeschreckt? Nee, also so richtig, was willst du, du kannst doch gar nichts, du bist doch eine Frau, so nicht. Ich habe halt gezeigt, dass ich auch was kann. Es kommen inzwischen sogar Arbeitskollegen zu mir hier und möchten was wissen von mir und das baut mich eigentlich sehr auf. Jetzt, du kannst dich durchsetzen, sagt es mir. Ja, ich kann mich durchsetzen. Audi hat ja 1978 einen Modellversuch gestartet, Mädchen in gewerblich-technischen Berufen. Und seit der Zeit sind wir eigentlich, also ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ich glaube in der Bundesrepublik immer noch führend, was Mädchenanteil in den gewerblich-technischen Berufen anbelangt. Mhm. Nur stellen wir in den letzten zwei Jahren fest, es scheint aber auch bundesweit so zu sein, der Trend ist wieder da, dass die Mädchen in ihre sogenannten angestammten Berufe wieder zurückgehen. Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Doch! Es gab also in den 70er Jahren eben diese Modellversuche, die wurden auch gefördert, Mädchen in Männerberufen. Die sind auch insoweit gut gelaufen. Und was man damals versäumt hatte, war eigentlich über diese Ausbildung hinaus zu denken. Es sind dann Dinge passiert, dass die Mädchen nach einer Ausbildung, zum Beispiel in der betrieblichen Ausbildung, im gewerblich-technischen Beruf, dass sie überdurchschnittlich arbeitslos wurden. Es sind Dinge passiert, dass den Frauen schlechtere Arbeitsplätze.